Ja, hallo. Willkommen zur ersten Folge. Kommen Sie mit. Stories aus Berlin und Brandenburg. Mit mir, Clemens Kurz. Wer mich jetzt also noch nicht kennt und wer dieses Video vielleicht so ein bisschen zufällig in die Hände gespielt bekam, für den erzähle ich nur mal ganz kurz, dass ich ein paar Jahre in Berlin und Brandenburg als City Guide und Touristenbetreuer tätig war. Das war eine sehr schöne und sehr zufriedenstellende Tätigkeit. Und da habe ich eben auch viel gelernt über die Region, habe so einige Erfahrungen gemacht, bei der Recherche auch einiges an Fakten so angesammelt. Und naja, davon möchte ich ein bisschen erzählen in diesen Videos. Kommen Sie mit. Heute allererste Folge, Premiere für mich und auch für Sie, liebe Zuschauer. Ja, mal gespannt, wie das so wird. Wie habe ich das geplant? Also in Zukunft immer so kurze kleine Videos, nicht zu lang. Als Tourguide neigt man ja immer so ein bisschen dazu, so weit auszuholen, ein bisschen lang zu erzählen. Hier nicht. In den Videos geht es also relativ kurz und knackig zu. Das kann ich schon mal versprechen. Und es gibt immer ein Thema. Jede Folge wird eine Überschrift haben. Überschrift heute: Der Hauptmann von Köpenick. Ich nehme an, dazu fällt jedem irgendwas ein, da hat jeder irgendwie schon mal was gesehen, hat vielleicht in der Schule das Stück von Zuckmayer gelesen oder hat es mal im Theater vielleicht auch aufgeführt gesehen, hat vielleicht im Fernsehen mal ein Fernsehspiel gesehen oder einen alten Film und so weiter und so fort. Hauptmann von Köpenick, da ist ja immer irgendwie was da im Hinterkopf. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht, wenn ich mit Gästen in Köpenick unterwegs war. Ich habe so eine kleine Tour gemacht, die den Bezirk Treptow-Köpenick umfasste. Und da sind wir dann auch immer gern durch die Köpenicker Altstadt gegangen. Und da merkte ich dann bei meinen Gästen, ja, da ist immer irgendwie was da. Aber wenn ich dann anfing, so ein bisschen dieses Bild, das man im Kopf hatte, so ein bisschen vielleicht auch zu korrigieren, da habe ich dann doch manchmal recht starke Emotionen hervorgerufen. Nur ganz kurz. Ich will hier niemandem den Hauptmann schlecht reden, möchte auch den Schustergesellen Wilhelm Vogt nicht posthum diskreditieren oder irgendwie was. Aber wir müssen halt doch sagen, dass dieses Karl-Zuckmayer-Bild, das der Schriftsteller uns zeichnet in diesem Theaterstück, eben nur ein Teil der Wahrheit ist. Vielleicht nur ein Teil der Wahrheit. Zuckmayer zeichnet uns ja ein Opfer. Wilhelm Vogt ist in seinem Theaterstück mehr oder minder ein Opfer einer kalten, krassen Bürokratie, einer streng hierarchischen Gesellschaft, in der das Militär eben überdominant ist und so weiter. Das ist ein Teil der Wahrheit dieser Kaiserzeit. Aber ein anderer Teil der Wahrheit ist eben auch, dass der Wilhelm Vogt, wenn man sich seine Biografie auch nur oberflächlich anguckt, man braucht da dazu wahrscheinlich nur mal ganz kurz zu googeln. Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder Werbung gemacht. Und schon hat man also da Sachen parat, dass der mit 14 zum Beispiel zum ersten Mal erwischt wurde beim Diebstahl, dass er immer wieder wegen Diebstahls und auch wegen Urkundenfälschungsdelikten angeklagt wurde. Und sicherlich nicht immer zu Unrecht und so weiter und so fort. Ob er das nun immer aus Not gemacht hat, ob er da immer seiner Armut entgegenwirken wollte, anderen Leuten helfen wollte und so weiter, das ist schwer zu beurteilen. Da müsste man wirklich die ganzen Dokumente da haben. Persönlich habe da ein bisschen meine Zweifel dran. Also ich denke, der Vogt eignet sich nicht als Robin Hood. Und er eignet sich auch nicht als Klassenkämpfer gegen ungerechte Verhältnisse, sondern er versuchte halt irgendwie zu überleben. Und er hatte dazu eben weitestgehend eine kriminelle Laufbahn eingeschlagen. Muss man einfach so sagen. Nochmal ganz kurz die Fakten, wer das vergessen hat. Also 1906 ergattert der Wilhelm Vogt Stücke einer Hauptmannsuniform. Macht sich mit denen auf den Weg nach Köpenick. Unterwegs trifft er noch einen Zug Soldaten, die eigentlich gerade ihren Dienst beendet hatten. Die rekrutiert er dann so im klassischen Kasernenhofton
fährt mit denen nach Köpenick, besetzt da das Rathaus, lässt den Bürgermeister festnehmen. Den lässt er dann wieder nach Berlin zurückschicken, übrigens, mit einer Wachmannschaft und zur neuen Wache unter den Linden bringen. Er selbst zieht sich dann zum Bahnhof Köpenick zurück, trinkt da wo angeblich in einer nahegelegenen Kneipe noch ein, zwei Bierchen und versucht dann zu verschwinden. Er wird natürlich geschnappt, über kurz oder lang. Zu 4 Jahren Knast verurteilt und da auch der Kaiser damals sehr gelacht haben soll über diese Geschichte, geht das Gerücht, dass sich Wilhelm II. Also auch dafür eingesetzt haben soll, dass Vogt die Hälfte der Strafe erlassen wird, dass er also begnadigt wird nach 2 Jahren und wieder freikommt. Später wird der Vogt dann diese Geschichte dann auch so ein bisschen vermarkten. Wird dann so als Medienpersönlichkeit durchgereicht, angeblich sogar bis in die USA, wo er seine Geschichte erzählt. Das bisschen Geld, was er damit machen kann, das kann er dann wieder nicht halten und er stirbt Anfang der 20er dann verarmt in Luxemburg, wohl als Kellner, glaube ich. Ja. Nicht jede Geschichte hat ein Happy End, traurig, aber wahr. Dabei will ich es mal belassen für heute. Also, Wilhelm Vogt, da gibt es sicherlich mindestens zwei Seiten zu beleuchten. Und das habe ich meinen Gästen auch immer so gesagt und das erzähle ich auch ganz frank und frei heute hier. So, abschließend noch, wem das so ein bisschen gefallen hat, wer hier so ein bisschen Freude an dem hatte, was ich erzählt habe und wer ein bisschen Interesse hat an diesen Geschichten aus Berlin und Brandenburg, vielleicht auch den bisschen unbekannteren Geschichten, ein bisschen dem Hintergrund manchmal auch. Okay. Den hoffe ich doch bald als Zuschauer hier zu treffen, reicht meine Videos ruhig weiter. Ich werde jetzt noch ein kleines Täfelchen hier aufzeigen lassen mit Kontaktdaten von mir. Da ist unter anderem mein Telegram-Kanal dabei, meine E-Mail-Adresse und so weiter. Telegram-Kanal insofern interessant und wichtig, weil da gebe ich immer sehr aktuelle Nachrichten raus und oder aktuelle Sachen über meine Stadtführung, über Themen und auch wann die nächste Folge, kommen Sie mit. Stories aus Berlin und Brandenburg erscheinen wird. Juti, jetzt habe ich euch schon wieder hier noch voll gequatscht. In dem Sinne, ihr habt euch wohl und ich hoffe, man sieht sich und hört voneinander. Tschüssing!